Hallo und herzlich willkommen zurück. Minecraft steht wieder auf dem Plan heute. Ich habe ja, in der letzten Folge hier so Akazienbäume abgeholzt. Kaum sind sie weg, sind sie schon wieder da. Das ist ja prima. Ich wollte noch sagen, dass ich das Ding hier abholzen wollte. Dann habe ich aber eine Folgenpause gemacht. Machen wir das jetzt. So. Das ging schnell. Weil. Oh. Ist noch ein Ast. Komme ich da ran? Jawohl. Dann lasse ich das so. Denn da komme ich nicht mehr hin. Hauen wir das weg. Pflanzen gleich mal einen neuen an, wenn das so schön schnell geht. Teilweise jedenfalls so schön schnell geht. Hier können wir den gleich wegmachen, denn der hier ist nicht so groß. Da können wir das ganze Laub wegnehmen. Und ich habe es ja schon gesagt. Ich weiß nicht, in welchem Let's Play, aber weil ich hier gerade immer so in den Himmel gucke. Oh, hallo Schildkröte. Kann man die eigentlich irgendwie füttern mit irgendwas? Ich werde mal ein Bäumchen pflanzen zuerst, bevor wir uns um dich kümmern. Ich würde dir gern irgendwas geben, vielleicht Kartoffelchen. Wenn ich jetzt mit der Kartoffel da rein prügel, ich wollte es gerade sagen, dann nimmt die mir das übel. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sorry, verlass bitte nicht meine Insel. Meine Tochter spielt gerade Animal Crossing. Und da ist es ja anscheinend so, wenn man die. Ich weiß es nicht genau, ich habe es noch nie gespielt. Wenn man die Bewohner etwas verärgert, ich sage es mal, wenn man die zu sehr verärgert, dann nehmen die das einem übel und wollen dann die Insel verlassen. Das war jetzt, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Kann das sein? Hier ging es doch irgendwo nach unten, oder? Oder wo ging es dahin? Nirgends ging es dahin. Da hätte ich es auch lassen können. Feierabend. Ich gehe mal schnell eine Runde pennen. Ich habe sonst Angst. Ist das nicht nachts? Komm, wir schlafen. Ich wollte jetzt. Das verkneife ich mir jetzt, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt schlafe ich mal mit einer Kerze in der Hand. Aber das hört sich irgendwie falsch an, oder?
Hat auch niemand gehört von euch. Und schon gar nicht irgendwas reininterpretiert, was da so nicht reininterpretiert gehört. So, dann hauen wir den noch weg. Weil wir brauchen ja Holz. Zurück. Ich glaube, jetzt kommen wir nahezu überall hin. Was das Holz anbelangt. Schön. Dann ein Bäumchen gepflanzt. Jetzt pass mal auf. Pass mal auf. 64, 21, 64, okay, gut, passt soweit. Wir haben erst 44 Akazienholzstämme, sehe ich das richtig? Ja gut, wir kommen ein Stück weit, kommen wir, denke ich, mit dem Material. Wir sausen mal hinter unsere andere Bude und ich lege mal das Grünzeug ab. Jo, Mieze. Hier haben wir nur dieses Zeug, was ich farmen wollte. Hier haben wir Dinge. Ganz ideal ist es nicht, aber ich will ja dann drüben in der Schmiede da etliche Kisten. Wieso habe ich hier so ein verdorbenes Fleisch? Habe ich irgendwo überhaupt verdorbenes Fleisch? Im Bad habe ich verdorbenes Fleisch. Wir könnten jetzt, wenn wir gerade da sind, können wir ja dasjenige hier nutzen. Wir machen mal, ups, ja, wir machen mal aus allen, Stämmen, die wir haben, Bretter und daraus Slabs. Also Stufen. Und dann wie war denn das mit, ja, so geht es nicht. Wie war denn das mit dem Zaun? So, tatsächlich. Wie viel brauche ich denn da? Ich habe keinerlei Ahnung. Und davon jede Menge. Weil wir müssen ja auch noch die Fenster wieder vernageln.
Ich weiß nur noch nicht so ganz genau. Aber gut, wir können das ja auch jederzeit wieder rausreißen. Ich klopfe das mal da rein. So wie wir das drüben haben. Ich wollte das ja in einem ähnlichen Stil wieder weitermachen. Dann machen wir hier mal erstmal diese Fenster rein. Das hier wollte ich gegebenenfalls offen lassen. Hier, Also ich fange mal hier, mache ich mal weiter. Die Frage ist, möchte ich hier eine Türe? Also ich komme hier rein. Drei breit. So der Plan. Wir machen hier irgendwie so. Soll man hier überhaupt ein Vordach machen, so wie drüben? Ja, aber es könnte nicht schaden, damit es ein bisschen einen ähnlichen Stil hat. Ich klopfe mal die zwei Dinger weg. Und das. Das ersetzen wir durch Stein. Jetzt ist die Frage. Nee, wir machen das hier. Die Frage hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, ob wir hier einen geraden Durchgang machen sollen. Da das aber sowieso nicht genau gegenüber ist, würde ich das lieber hier machen. Wir gehen dann hier wieder raus und machen hier auch einen Eingangsbereich. In dem Fall. Oder? Das wäre doch nicht verkehrt. Machen wir halt ein bisschen anders wie drüben, aber das spielt keine Rolle. Jetzt können wir auch hier dieses Art Fenster, Brett, Brüstungs, wie auch immer, Ding hier dran machen. Machen dann auch noch Knöpfe, die wir wieder da dran machen. Wie habe ich denn das drüben gemacht? Ich schaue mir das mal schnell an, einen Moment. Okay, da kommen wir raus. Zwei breit, gut, wir haben es dann da drei breit. Und dann stehen die außerhalb, die Pfeiler quasi außerhalb der Tür. Hier sind die Pfeiler. Ich gucke mir das drüben mal an, wie das da ist. Und dann geht es noch raus, zwei. Hier sind es auch zwei. Dann kommt ein Pfeiler, dann geht es zwei raus und dann sind die. So ähnlich machen wir das da auch. Dass wir so ein bisschen so ein einheitliches Dorf Feeling, Flair hier am Ufer entlang bekommen. Das ist dann hier breiter, gell? Dann wäre nämlich hier die Säule nach oben und dann so. Okay, das geht dann ganz raus. Und zwar so breit. Ist natürlich hier deutlich breiter dann, aber stört uns das? Ich meine, wir können das ja hier auch,
muss ja nicht so breit sein. Dann machen wir das hier plus 1. Dann schaue ich mir das ganz kurz noch mal drüben an. Ich sehe es nicht. Da hätte ich jetzt auch hinlaufen können. Okay, das geht. Okay. Warum mal nicht von oben gucken? Es geht tatsächlich hier so raus. Und dann so. Okay, da ist der Knopf auf dem Sand, jawohl, und da drauf ist die... die braune die Decke. Machen wir das hier halt ähnlich, kommen wir hier rein. Die Frage ist nur, ich wollte ja gegebenenfalls das hier offen lassen, aber es bietet sich jetzt natürlich nicht ganz so an, offen zu lassen. Das müsste man dann eventuell hier im hinteren Bereich machen. Oder wir machen das daher, den Amboss und das Zeug irgendwie, das oder den Brennofen oder wie auch immer. So ein bisschen so einen offenen Bereich haben. Oder wir lassen es einfach so, wie es ist, geschlossen. Da geht die Welt auch nicht unter. Jedenfalls schon mal ein bisschen eine Decke drauf. Wie weit haben wir die drüben? Geht auch bis über diese Pfeile. Würde ich sagen, machen wir das hier ebenso. Müssen wir nur hier zumachen, oder? Und dann kommt da oben das Dach drauf. Ganze. Und dafür brauchen wir eben diese Massen an Akazienholz.
Aber es wächst ja hier Nachwuchs. Und da können wir das hier wunderbar schließen. Und da wird es schon langsam. Und irgendwann in ferner Zukunft gehen wir auch mal wieder an unseren alten Bereich zurück. Und werden da ein bisschen weiter bauen. Ich habe eben nur mir hier das hier ausgesucht. Das Gebiet, weil es hier einfach mal, hier gab es halt mal ein bisschen neue Sachen. Weil wir sind schon seit so vielen Jahren quasi, sind wir ja in dieser alten Region unterwegs, dass es da leider keine neuen Ressourcen gibt. Also jedenfalls, ihr wisst was ich meine, nicht die Ressourcen, die halt in den neuen Minecraft-Versionen dazu kamen. Also der Boden, den wir irgendwann mal gesehen haben, oder die Landschaft, die sich aufgebaut hat, die ändert sich halt nicht, die bleibt wie sie ist, und deshalb haben wir drüben absolut keine neuen Materialien. Also das ganze Diorit und was es da so alles gibt, das ich jetzt noch nicht so viel verwendet habe, so viel bis gar nicht. Ja, obwohl die Brücke haben wir mal aus dem Material gemacht. Aber es gibt es halt, und auch pflanzentechnisch und so. Gibt halt ein paar neue Sachen hier, die es drüben nicht gibt. Und deshalb bin ich halt auch mal ganz gern in dem Areal hier unterwegs. Weil es halt was Neues ist. Ich denke, das ist auch verständlich. Weil wenn man schon neue Sachen in so ein Spiel implementiert, dann würde ich die halt auch ganz gerne mal anschauen, mal benutzen oder mache dann in die Decke auch wieder so Falltüren rein als Oberlichter. Es bietet sich hier in der Wüstenregion ja an. Es regnet kaum. Und können wir dann da auch mal so ein bisschen so Oberlichter reinmachen. Jetzt habe ich noch 11 Stücke. So. Wir können natürlich noch ein paar herstellen, ist jetzt kein Problem. Dann, oder wir holzen ein paar Bäume ab draußen. Ja, ich überlege mir das dann, wie ich das mit den Oberlichtern mache. Selbst hier könnten wir, sind ja 3, oder? Ne, 4, hier können wir sogar auch ein bisschen Licht reinbringen. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder mal bei euch fürs Zusehen, fürs Dabeisein, und wünsche euch eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer.